Ja, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 3 Legend Lock. Und wie ihr richtig seht, oh mein Gott, es geht in den Arlong Park. Also tippe ich einfach mal darauf, dass der Endgegner Arlong sein wird. Und wir haben zur Auswahl wieder mal Ruffy, Zoro, Lysop und Sanji, aber wir nehmen Ruffy. Wenn ihr alternative Storys sehen wollt, wie mit Trafalgar Law, den Dreamlock, dann schaut und followt mich bei Hitbox, weil da könnt ihr mitbestimmen, während ich streame, was wir machen, gegen wen wir kämpfen und welchen Weg wir einschlagen. メリーゴートともに姿を消した波を追って、かつて戦争巨人海賊幼くして村を救うた。もう少しだよ、ベルメール。長かったけど、あとアーロンから解放されるんだ。ワーロン、どうした我らが有能なる測量士よ。 あんたが手を回した海軍が、あた、どういうことよ。とぼけるな。俺が約束を。シャーク。あんたには関係ないから。ああ、いや、ルフィ。 Ja, zur Erklärung, Nami hat zur Arlong Crew gehört, allerdings wollte sie da, ich meine, es war so, dass sie ihre Heimatinsel freikaufen wollte von Arlong. Dazu musste die so und so viele Millionen Berry, ich glaube 38 Millionen Berry zusammenkriegen oder so. Ich weiß es nicht mehr genau, schon zu lange her. Mein Gott, das ist ja schon fast 10 Jahre oder 15 Jahre her, dass die Story stattgefunden hat im Anime. Und ja, jetzt befreien wir quasi Nami aus den Fängen von Arlong, beziehungsweise die Insel. So viel zur Story und zu dem, was ich vorhin noch gesagt habe mit dem Followen bei Hitbox. Das ist folgendermaßen: den Dreamlock mit Trafalgar Law, wer es noch nicht mitgekriegt hat, spiele ich auch und das immer nur im Livestream. Das spiele ich, das lade ich natürlich auch hier bei YouTube hoch, aber ich spiele es erstmal im Livestream. Und da könnt ihr mitbestimmen, so von wegen, jetzt kämpf dich doch mal Richtung Whitebeard und nicht Richtung Schlag mich tot. Nicht Richtung Falkenauge. Hawkeye. Aktive Einflussnahme habt ihr da. Und wenn ihr bei Hitbox followt, dann kriegt ihr immer sofort eine E-Mail, sobald ich online gehe und streame. Das ist immer zu unterschiedlichen Zeiten, deswegen sage ich halt lieber followen, weil ich kann nicht sagen, okay, ich streame jetzt dann und da. Das ist in den seltensten Fällen so. Ich bin so ein sehr, sehr spontaner und impulsiver Typ, was das angeht. Oh, guck mal, ich habe jetzt schon eine zweite Leiste da oben. Eine zweite gelbe. Ich hatte vorher immer nur eine gelbe Leiste. Jetzt ist das in zwei Teile unterteilt. Ich kann noch nicht... Doch, da hinten kann ich. Da hinten kann ich über einen Umweg in das erste Quadrat. Ja, dann rennen wir da noch mal durch. Von da unten kommen auch welche. Ja, wir rennen jetzt erstmal außen rum und holen uns da hinten das Stück. Oder kann ich nicht durch den Wasserfall? Kann ich anscheinend nicht durch. みっともねえ。今ここで男ウソップに嘘じゃねえ。快速ごっこは
Ja, Lysop, ne? Wieder Thema für sich. Ja, kommt mal endlich hier der Obermotz raus. Ah, da ist er doch. Und zack. Dann haben wir ihn erledigt, bevor der überhaupt aus der Wasserbrücke rausgekommen ist. So, rennen wir schnell zum nächsten. Ja, ihr könnt übrigens mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet, dass ich hier so wirklich von den stärksten Gegner zum stärksten Gegner renne. Weil das verkürzt eigentlich einiges hier. Es ist ja, wenn wir wollen uns nichts vormachen. Das Spielen zwischendrin ist ja eigentlich nur Button-Smashen. Was natürlich immer ausgereifter wird durch neue Kombos und so. Das wollen wir mal nicht runterspielen. Aber im Grunde ist es nur Knopf drücken, Knopf drücken, Knopf drücken, Knopf drücken, Knopf drücken. Eine Kiste. Zack. Und ich versuche ja wirklich ein bisschen die Kombos zu variieren. So. Wenn ihr natürlich wollt, dass ich hier noch ein bisschen mehr einfach das Fußvolk auseinandernehme, dann könnt ihr das natürlich auch in die Kommentare schreiben. Aber ich glaube nicht, dass da einer von euch wirklich der Meinung ist. Lasst mich da rein. Ja, Lysop. Und jetzt? So, welche Brücke ist das? Ich kann das nicht... Ach, da! Da, ich sehe es. Ich muss da wirklich immer konzentriert oben auf die Karte gucken, um zu sehen, wo ich langlaufen muss. Schön einmal durch. So, den Koffer nehmen wir uns. Kopf los. Zack. Jungs, ihr müsst mal lernen, wann man aufgeben muss. Guckt mal, ihr habt doch noch nicht mal ein Namensschild. Kennt ihr den Spruch von Austin Powers? Ich bin ja ein riesen Austin Powers Fan. Ich liebe Austin Powers. Namika. Anta. Koroshin. Ore wa kore kara. お前がまた俺ナミ。お前は俺の仲間か。そんな。ルフィたちの仲間だと言えば私の一言でみんなが。ごめんみんな。いや。 Dann wäre das auch geklärt. Yeah. Ja, der Sanji, der kann schon was. Schon wirklich eine tierische Bereicherung für meine Crew. Morre no vaso.
Gumme, Gumme. Zack. Ah, hau die Kiste. So. Ach so. Ich sehe gerade, hier kann ich durchrennen. Um zu dem Viereck zu kommen. Ne? An der Wasserstraße vorbei. Boah. So, dann haben wir die auch auf Max. Oh, wer kommt denn da? Ich bin immer wieder überwältigt von der Gegneranzahl, die man hier so platt macht. Die hier gleichzeitig auf dem Dingens ist. Wenn man das mal vergleicht mit früheren Sachen wie Dynasty Warriors oder so. Oh, was war das denn jetzt? Also, weil... Na, so, da die Richtung ist richtig. Da muss man ehrlich sagen, ja, so viele Gegner auf einmal im Bild, das hat man noch nicht gesehen. Oh, jetzt geht über die gelbe Leiste hinaus noch eine lilane Leiste, sehe ich gerade. Mein Gott. Also da gibt es noch eine Steigerung. Hammer. Von Lysop würde ich auch gerne steigern, geht aber nicht. Von Lysop sage ich schon, von Sanji. So, jetzt können wir da hinten zu dem Roten. Mein Gott, ey, das ist ein Hin und Her. Dazu noch die Beballerung davon. Ist das ein Marineschiff? Ich glaube ja, ne? Oh! Da haben wir noch den ersten Along-Crew-Typen. Octopus-Typ da. Und wie mir meine ganze Crew helfen kommt. Hammer. Ich sehe nichts mehr. Ja, das ist, weil ich alle auf Max habe. Dann kommt mir meine ganze Crew die ganze Zeit helfen. Dann geht das Ganze natürlich auch relativ schnell. Okay. Alles verstanden? Dann ist ja gut. Dann ist alles gut. Boah, wie sich dieser Spacko da drin versteckt. Der soll rauskommen. Feiger Hund. Wenn der nicht rauskommt, dann sehe ich hier aber ganz... Wo kann ich denn... Kann ich jetzt irgendwo anders neu hin? Ah, ich sehe schon. Okay.
Okay. Na, dekoppeln. Oh, da hat er sich direkt wieder da rein verpisst. Da ist er. Jetzt ist er erledigt. Endlich. So. Muss gar nicht erst Schwung holen, bis jetzt eh tot. Wir können da unten lang. Naja, zumindest ist da ein Ausrufezeichen. Ah, hier, so eine Wassermühle. Müssen wir einmal zurückrennen, so wie das aussieht. Mein Gott, ey, alles auf der Map nur am Blinken. Ich hab gar keinen Überblick mehr. Hat man das nicht schon eingenommen? Vielleicht ein zweites Mal hinterher. Zack. So. Warum ist denn das jetzt auf einmal abgeschlossen? Das ist ein bisschen ärgerlich, dieses Hin- und Hergerenne jetzt. Ah! Ja, gut, Lysop. Dann mach das Ding mal platt da. Macht er das jetzt kaputt oder nicht? Zack. Ah, da ist Lysop ja wieder. Na gut, können wir durch. Oh, da ist ja wieder unser Oktopus-Freund. Den knallen wir jetzt einfach mal weg. Zack. Immer mitten in die Fresse rein. Gibt's gar keine lange Diskussion. Direkt platt gemacht. So schnell kann das gehen. So. Ja, eigentlich müssten wir jetzt nur noch abwarten. Naja, was heißt abwarten? Wir müssten jetzt eigentlich rein können bei dem, oder? Warum sind die Tore noch nicht offen? Ich will in den Along Park. Los, aber zackig. Mach die Tür auf. Aaron ってのはどいつだ?
Aaron ってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ？海賊。海賊が俺に何の用だ？てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ！ラフィス・ザワー。Und direkt dann holen wir uns direkt den nächsten. Oh nee, weg. Und direkt mit Sanji den nächsten Angriff starten. Komm. Nein, falsche Richtung. Ach, ich hab sowieso, ich hab den noch gar nicht ausgelöst. Deswegen. Ich wundere mich schon. Zack. Und wir haben Zorro auch noch. バカで非力で愚かな種族が人何もできねえから俺は剣術を使えねえ俺は助けてもらわねえとてめえの不甲斐なさを全面肯定とはてめえみてえな無能な男を船長に持つ仲間たちはそんなプライドもクソもねえてめえが一切お前に勝てる痛くもねえあいつの居場所なんてUnd mit Zorro. Und mit Lysop. Und mit Sanji. Wenn das nicht mal eine Hammerattacke war jetzt hier. こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次乗るなんて加藤種族だ。ゴムゴムの炎。Jawoll! So muss das. Blöder Along. To be continued. Ja, und ihr wisst, was das heißt. Ihr müsst bis morgen warten. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Lasst doch in den Kommis zurück, ob es so war. Vergesst den Daumen nach oben nicht. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder. Jetzt gucken wir nochmal eben, was wir so abgesahnt haben. Level 3. Was auch immer da stand, ich hab's gekriegt. So, Along haben wir fertig. Sanji, fehlt uns noch eine Münze. Okay, 3.721.000 Berry haben wir jetzt schon. Und ich habe eine Silbertrophäe bekommen. Das ist doch geil.
Okay, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Stay tuned, bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht bei... Oh, Entschuldigung. Ach, in den Dreamlock reinzugucken mit Trafalgar Law. Und bestimmt mit, wie es weitergeht in meinen Livestreams. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.